Viel Spaß bei Blitz TV. Wünscht die Schiller Buchhandlung. Viel wurde in der letzten Zeit in den Medien berichtet, diskutiert über ein Thema Stuttgart 21 und damit ein recht herzliches Willkommen aus unserem neuen Studio in Stuttgart-Neugereuth. Ich freue mich, mit 4 Gästen über Stuttgart 21 zu diskutieren. 1994 wurde Stuttgart 21 vorgestellt und im November 1997 bekam das Architektenbüro Ingenhofen den Zuschlag für den Neubau. 2001 im Oktober dann der Beginn des Planfeststellverfahrens um Stuttgart 21 und so verlief das Projekt mehrere Jahre im Hintergrund und am 30.09. diesen Jahres kam es zu den allzeit bekannten Ausschreitungen im Stuttgarter Schlosspark. Danach beschloss die Landesregierung, Heiner Geißler als Schlichter in einer Fachschlichtung zu benennen und es wurde über einen großen Zeitraum von 20.10. bis 30.11. in einer Fach- und Sachschlichtung über Stuttgart 21 diskutiert. Es ging dabei vor allem um die Kosten, die Geologie und die Ökologie. Und Heiner Geißler bekannte sich am 30.11. zu Stuttgart 21, Stuttgart 21 Plus. Wir haben noch einmal die unmittelbaren Meinungen der Teilnehmer und der Gäste um die Schlichtung für Sie aufgezeichnet. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute in diesem Schlichtungsgespräch über die ökologischen Fragen geredet und auch über die Städteplanung in Verbindung mit den Konzeptionen S21 oder K21. Es hat sich doch herausgestellt, dass es notwendig war, diese Frage intensiv zu diskutieren. Man kann vielleicht sagen, dass das Projekt K21 ökologischer ist als S21, wobei natürlich die Frage des Nutzens des jeweiligen Konzeptes mit berücksichtigt werden muss. Also zum Beispiel, wie viel Millionen PKW-Kilometer bei dem einen Projekt auf die Schiene verlagert wird und wie viel bei etwas geben sollte, was noch nicht am Optimum ist, dann verbessern wir das. Und deshalb habe ich heute auch gesagt, es gibt keine Gewinner und keine Verlierer, sondern der Sieger ist am Ende die Bevölkerung und das Projekt, das wir dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch optimieren können. Herr Matthias von Herrmann, nun ist es amtlich. Heiner Geißler stellt sich hinter Stuttgart 21. Mhm. Wie tief sitzt die Enttäuschung hier? Ich bin zumindest mal ernüchtert, dass Heiner Geißler trotz dieser 6-wöchigen Marathonsitzungen nicht alle Argumente gegen Stuttgart 21 aufnehmen konnte. Das sind ganz wesentliche Elemente, die auch bei diesem sogenannten Stuttgart 21 Plus noch ein massives Nachteil sind, nämlich zum Beispiel die Sicherheit. Ich bekomme nicht mehr Sicherheit im Tunnel, wenn ich mehr Tunnelkilometer baue. Die Tatsache, dass er einen barrierefreien Bahnhof fordert und einen Stuttgart 21, ohne dass Bäume im Schlossgarten gefällt werden, ist so schlicht und einfach nicht möglich. Jeder Tiefbahnhof und jeder Durchgangsbahnhof hat sofort Barrieren, nämlich Treppen oder Aufzüge. Dankeschön auch. Ich denke, dass die vielen, vielen Fakten, die jetzt öffentlich werden, die Leute urteilssicherer gemacht haben, dass auch klar ist, künftige Projekte dürfen so nicht mehr geplant werden. Ob die Leute den Schlichterspruch akzeptieren können oder ob sie jetzt erst recht angestachelt sind zu protestieren, das wird man sehen. Im Moment sind die Pfiffe auf dem Marktplatz sehr laut zu hören. Und ich finde es auch richtig, weiter zu demonstrieren und zu sagen, wir wollen nicht immer noch mehr Geld für Stuttgart 21 ausgeben, sondern den Kopfbahnhof modernisieren. Außerdem muss ein Baustopp die Konsequenz aus dem Eingeständnis einer nicht funktionierenden Planung sein. Mit welchem Gefühl gehen Sie heute von den Schlichtungen nach Hause? Mit einem gemischten. Gemischt deshalb, weil ich mich natürlich gefreut hätte, wenn es ein eindeutiges Votum für Kopfbahnhof 21 gegeben hätte.
Aber ich bin auch stolz auf das, was wir erreicht haben. Das ist nämlich das, die klare Erkenntnis, dass Kopfbahnhof 21 unser Modell, das leistungsfähigere Modell ist, das ökologischere Modell ist, auch sicherlich das Modell, was am besten finanzierbar wäre. Gescheitert ist es, denke ich, aus formalen Gründen, weil man natürlich jetzt Planungszeiträume braucht und auch neue Finanzierungswege suchen muss. Vielen Dank, danke. Haben Sie noch eine spezielle Botschaft, die Sie den Stuttgarter Bürgern mitgeben wollen, wie sie vielleicht die nächste Zeit miteinander leben sollen? Es ist ganz klar, nicht wahr, dass die Meinungen nach wie vor auseinandergehen. Die Frage, was ist der beste Bahnhof, das ist auch völlig in Ordnung. Doch die Schlichtung ist ja nicht verboten worden, für den Kopfbahnhof einzutreten. Es kann auch nicht verboten werden, dass demonstriert wird. Das ist auch klar. Das ist ein der vornehmsten und heiligsten Grundrechte, die wir in der Republik haben. Aber was eben nicht in Ordnung ist, wenn Leute beleidigt werden, weil sie eine andere Meinung haben. Und das müssen halt einige der Protestierer, sind ja ganz wenige, nicht? Das ist eine Minderheit, eine ganz kleine Minderheit, vielleicht auch ein bisschen besser beachten. Okay, vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, hier zwei Teilnehmer der Stiftungsrunde, Herrn Werner Wölfle, Landtagsabgeordneter der Grünen, und Frau Brigitte Dahlbender des BUND, Landesvorsitzende, und zu meiner Rechten Herr Stefan Kaufmann, Bundestagsabgeordneter der CDU, und Herr Michael Konz, FDP-Stadtrat. Frau Dahlbender, welche positiven Schlüsse ziehen Sie aus den letzten Monaten rund um Stuttgart 21, vor allem die Schlichtungsgespräche? Ja, ein sehr positives Ergebnis ist, dass wir K21 der Öffentlichkeit vorstellen konnten und dass es uns gelungen ist, in den Schlichtungsgesprächen zu zeigen, dass K21 kein Phantom ist, sondern ein funktionierendes, gut durchdachtes Konzept, dessen Leistungsfähigkeit wir unter Beweis stellen konnten. Und zugleich haben wir in der Schlichtung doch sehr deutlich gemacht, dass das Projekt Stuttgart 21 auch nach 16 Jahren Planungszeit noch nicht funktioniert. Herr Wölfle, wie war Ihr Eindruck? Ja, genau so. Das war eine, habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass es uns so leicht gelingt, die Bahn und das Land in die Enge zu treiben. Weil es deutlich wurde, dass das, was Sie der Bevölkerung versprechen, Sie gar nicht einhalten können. Das heißt, die Kapazität, man baut einen angeblichen Bahnhof für das nächste Jahrtausend und kriegt nicht mal die Kapazität von 30% mehr hin. Das ist schon, war eigentlich eine bittere Enttäuschung. Uns war es jetzt recht, weil man dadurch deutlich machen konnte, so geht es nicht. Das ist schon mal ein großer Erfolg aus dieser Runde. Herr Kaufmann, Herr Konz, wie war Ihr Eindruck? Sind Sie zufrieden? Auch vor allem mit der Leistung von Heiner Geister, die ja sehr oft im Positiven gewertet worden ist. Gut, ich sehe es natürlich ganz anders als die Kollegin Dahlbender und der Kollege Wölfle. Ich beziehe mich auf den Schlichterspruch von Heiner Geißler, der nach einer sehr intensiven Diskussion über die unterschiedlichen Modelle, über die Pläne, die vorgelegt wurden, zum Ergebnis gekommen ist. Stuttgart 21 ist ein sinnvolles Projekt. Es gibt noch den einen oder anderen Verbesserungsbedarf, vorausgesetzt, dass im Rahmen dieses Stresstests eine erhöhte Leistungsfähigkeit nicht nachgewiesen werden kann. Aber summa summarum ist es ein sinnvolles Projekt, das gut durchdacht ist. K21 wäre eine andere denkbare Option gewesen, wobei bis heute an einigen Stellen unklar bleibt, wie dieses Projekt genau realisiert werden soll. Es wurde im Übrigen nie bezweifelt, dass es eine Kopfbahnhoflösung geben kann, die realisierbar ist. Die Frage ist nur, welche Form des Kopfbahnhofes, welche Form von K21, wo soll nachher der Tunnel nach oben führen? Das waren all die Fragen, die offen sind und die bis heute, glaube ich, auch offen geblieben sind. Und der Schlichterspruch hat, glaube ich, ganz deutlich gezeigt, dass Stuttgart 21 ein gutes Konzept ist, dass man Stuttgart 21 Plus weiterentwickelt hat. Und deshalb bin ich mit dem Schlichterspruch und dem Ergebnis der Schlichtung zufrieden. Ja, auch ich kann sagen, ich bin zufrieden mit dem Schlichterspruch. Ich bin auch zufrieden mit dem Verhandlungsverlauf. Die Schlichtung hat sehr dazu beigetragen,
Emotionen aus der Diskussion herauszunehmen, die Diskussion zu versachlichen. Im Laufe dieser Versachlichung hat man dann auch gesehen, dass eben Themen wie zum Beispiel die Finanzierung, die dann von unabhängigen Gutachtern betrachtet worden ist, absolut korrekt ist. Also dass hier eben nicht ein Vielfaches an Milliarden für das Projekt Stuttgart 21 auszugeben ist, sondern dass die Bahn richtig gerechnet hat, dass die Ergebnisse auch so sind, dass man sagen kann, hier hat die Bahn niemanden hinters Licht geführt, sondern die Bahn hat korrekt gehandelt. Und das trägt natürlich auch zur Entemotionalisierung des Ganzen bei. Der Schlichterspruch ist jetzt so, dass eben Heiner Geißler gesagt hat, es kann weitergebaut werden, und aber sollten ein paar Optionen betrachtet werden, damit das Projekt noch verbessert werden kann. Aber es wird weitergebaut, und das ist das Entscheidende. Finde ich schon sehr mutig, diese Äußerung und diese Bewertung der Ergebnisse der Wirtschaftsprüfer. Die Wirtschaftsprüfer haben ziemlich unverblümt gesagt, dass das Projekt zum jetzigen Zeitpunkt sich nur rechnet, weil die Chancen zu optimistisch gerechnet wurden und die Risiken rausgerechnet wurden. Im Übrigen kann sich das kein wirklich privates Unternehmen leisten, da ging es nämlich pleite. Das kann sich nur ein Unternehmen wie die Bahn leisten, wo dann hinterher der Steuerzahler die ganzen Risiken, wenn sie sich einstellen, und das ist zu erwarten, dann begleichen müssen. Also von daher finde ich das schon eine sehr mutige Aussage. Und im Übrigen hat Heiner Geißler nicht gesagt, dass S21 ein tolles Projekt ist. Er hat dezidiert gesagt, dass aufgrund der Fortgeschrittenheit der Planung und der gesicherten Finanzierung er sich für Stuttgart 21 Plus ausspricht, und hat den Planern ins Gebetbuch reingeschrieben, was sie alles noch an Hausaufgaben erledigen müssen, und hat der Stadt auch ziemlich empfindlich reingeschrieben, dass sie so mit ihrer Stadtentwicklung, ein weiterer Punkt, der die Bürger aufgebracht hat, nicht weitermachen dürfen, und hat sie zu einer vehementen Änderung ihrer ganzen Stadtplanungsvorhaben gezwungen. Also so positiv würde ich das wirklich nicht sehen. Gut, dieser Prozess wurde ja begonnen mit dem Rosenstein, hat unter Leitung jetzt von Oberbürgermeister Schuster einen Stadtentwicklungsdiskussionsprozess in Gang gesetzt, wo die Bürger auch wirklich breit beteiligt werden sollen, im Übrigen auch über das Internet. Da wird sicherlich auch in den nächsten Monaten und Jahren noch mehr passieren können, das ist keine Frage. Und ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die heute noch auf die Straße gehen und protestieren vor ein Projekt, dem mittlerweile meines Erachtens auch die politische Unterstützung fehlt, dass die ihre Kreativität nutzen und sich jetzt einbringen in die Frage, wie in der Tat dieses große Areal von 100 Hektar mitten in der City, wie das weiterentwickelt kann. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir die Kreativität, die ja der Protest durchaus auch gezeigt hat, wenn wir den hier umleiten könnten. Und ich hoffe sehr, dass wir im neuen Jahr, spätestens nach der Landtagswahl, auch so weit sind. Da können Sie sich darauf verlassen, dass wir alles dafür tun, dass das, was bisher auf den Geländen von Stuttgart 21 realisiert wurde, dass wir diese Schande der Stadt Stuttgart ersparen. Sie werden auch nicht vergessen, dass man das Gelände als Stadt für viel Geld der Bahn abgekauft hat. Das, was man normalerweise macht, dass man was abkauft für viel Geld, guckt man, dass man es normalerweise wieder sich refinanziert. Das kann sich keine Stadt leisten. Man hat es für viel Geld gekauft, kann es zu dem Geld gar nicht sozusagen dieses Geld wieder einspielen, wenn man nicht den gleichen Unsinn anstellt, wie wir auf den anderen Flächen haben. Also das heißt, die Stadt Stuttgart hat der Bahn diese Fläche gesponsert. Nur damit man das nicht vergisst. Es ist trotzdem notwendig, dass man dieses Gelände den Spekulationen entzieht, aber Fakt bleibt, dass es damit ein Geschenk des Steuerzahlers an die Bahn bleibt. Herr Wölfle, Sie wissen doch aber genau, dass Stadtentwicklung meistens so aussieht, dass eben die Stadt Gelände kauft, um es zu entwickeln, und zwar um es zu entwickeln, nicht um möglichst großen Profit zu machen, weil die Stadt nicht profitorientiert arbeitet, sondern eben um ein Stadtgebiet zu entwickeln, um dort zum Beispiel auch Schulen und Kindergärten zu bauen. Das ist eine Pflichtaufgabe. Das ist eine Pflichtaufgabe, aber es ist eben wichtig, und es ist nicht profitorientiert. Und deswegen ist es auch deswegen ist es auch vernünftig, dass die Stadt das Gelände erworben hat. Die Stadt hat das Gelände erworben zu einem Preis, der in Ordnung ist. Ein Preis, der bei einer maximalen
profitorientierten Verwertung hohen Gewinn erwarten würde. Aber man hat gleich am Anfang gesagt, nein, man will dieses Projekt, dieses Gelände nicht gewinnorientiert vermarkten, sondern man will es für die Bürger Stuttgarts entwickeln. Man will hier Wohnungen bauen, man will hier ein neues Stadtquartier schaffen. Und da sind wir jetzt auf einem guten Prozess, einem guten Weg. Und da, ich bin sehr optimistisch, dass im Gemeinderat die Mehrheiten in einer großen Weise, also nicht knappe Mehrheiten, sondern breite Mehrheiten im Gemeinderat, gemeinsam dieses Gelände entwickeln werden. Und das ist eine Chance für Stuttgart, eine Chance, die sich auch durch Stuttgart 21 ergibt. Wer hat sich daran erinnern, wenn es um die Restflächen dieser Stadt geht? An und eins verschweigen Sie immer beim Heiner Geißler-Spruch. Er hat gesagt, die Frischluftschneise muss erhalten bleiben. Und dann bleiben Ihnen die 100 Hektar nicht mehr übrig. Denn die Frischluftschneise können Sie nicht erhalten, wenn Sie die gesamten Gleisanlagen zum Beispiel komplett bebauen, egal mit welcher Art von Bebauung. Aber dieses, das wird bisher immer vergessen. Aber wir haben einiges ins Hausaufgaben. Frau Dahlbinder, diese Selbstverpflichtung, 20 Hektar auf jeden Fall Parkerweiterung zu machen, die gibt es ja schon lange und die ist auch noch nie in Frage gestellt worden. Das hat mit der Frischluftschneise nichts zu tun. Im Übrigen, Frau Dahlbinder, ist es unbestritten, dass die Stadt einen sehr großen Nutzen hat durch dieses Projekt, über die verkehrlichen Fragen, die man sich im Detail dann auch streiten kann, hinaus. Und deshalb ist es auch richtig, dass die Stadt hier auch, sage ich mal, noch mal Geld in die Hand nimmt, um hier eine Stadtentwicklung zu machen, eine Stadt der Zukunft, nachhaltiges Wohnen und so weiter zu bauen. Ich habe da kein Problem damit und ich bin auch froh, dass man so eine Stiftungslösung sich hier überlegt hat und die auch jetzt verfolgt. Denn damit wird in der Tat vermieden, dass sowas wie jetzt in A1 durchaus kritisch zu beobachten ist, passiert. Also Herr Kaufmann, Stiftung an sich ist gar kein Garant für gar nichts. Es gibt eine wunderschöne Stiftung in diesem Lande Deutschland, die heißt Lebendige Stadt. Das ist genau die Stiftung, die verantwortlich ist. Genau. Die Betreiber dieser Stiftung, die verantwortlich sind, dass wir eine völlig unverträgliche Stadtentwicklung auf diesem Gelände A1 bekommen. Das ist die berühmte Otto-Familie. Stiftung allein. Die Frage wäre natürlich, wer ist Träger dieser Stiftung? Stiftung allein ist noch nicht, weder gut noch schlecht. Deshalb ist die Trägerschaft entscheidend. Herr Wölfle, da bin ich Ihnen sehr dankbar für den Einwurf, dass die Stiftung nicht das Alleinseligmachende sein kann. Auch ich habe mir Gedanken gemacht zu dem Thema Stiftung. Und mein Einwand ist immer, ein 60-köpfiger Gemeinderat stellt doch einfach eine größere Vielfalt der Meinungen und ein klareres Bild der Bevölkerung dar, wie auch immer gearteter Stiftungsrat, der ja dann erst noch zu bestimmen ist. Insofern habe ich eigentlich großes Vertrauen drin, dass der Gemeinderat da entsprechend Entscheidungen treffen kann. Und wir sind uns ja klar darüber, aktuell ist es ja so, dass die grüne Fraktion die größte Fraktion ist und sie dann natürlich auch große Möglichkeiten haben, wenn sie sich natürlich da nicht mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein an die Aufgabe wagen möchten und sich lieber für eine Stiftung aussprechen, dann ist es ihnen natürlich unbenommen. Aber ich nehme jetzt mal zur Kenntnis, dass sie sich an dieser Stelle für die Probleme, die... Mich falsch verstanden, ich habe gesagt, nicht eine Stiftung an sich ist die Lösung, sondern es kommt darauf an, was man in die Stiftung reinpackt. Das war meine kommt darauf an, was man in die Stiftung reinpackt. Das war meine Ausführung. Und da können Sie sich drauf verlassen, achten wir drauf, dass man hinterherum nicht wieder das anstellt, was große Teile dieses Gemeinderates sich beispielsweise auf dem Neckarpark, da sind Sie ja der Vorreiter beim Neckarpark, wo es dann plötzlich doch um die schwarze Null geht für die Stadt. Aber das ist eine Diskussion, die werden wir im Gemeinderat führen. Genau, ich möchte nochmal auf die anstehende Wahl im März zu sprechen kommen. Welchen Einfluss, inwieweit wird Stuttgart 21 die Wahl jetzt beeinflussen? Kam Ihre persönliche Einschätzung dazu? Und das muss jeder Wähler für sich entscheiden. Ich hätte begrüßt, wenn Frau Merkel nicht eine Wahl zu einer Abstimmung über ein einzelnes Projekt erklärt. Das ist eigentlich meiner Meinung nach eine undemokratische Vorstellung. Für mich ist eine Wahl eine komplexe Angelegenheit, wo ein Wähler
insgesamt abwägt und nicht wegen einem Projekt sein Kreuz macht. Deswegen, ich weiß es nicht. Das Thema bewegt ganz Baden-Württemberg, das ist richtig und man wird es dann am Schluss sehen. Herr Kaufmann, Sie sind im Bundestag Sprecher für Stuttgart 21. Wie ist Ihr Eindruck, wie weit wird Stuttgart 21 auch noch im Moment, welche Präsenz hat Stuttgart 21 bundesweit auch noch im Moment und wie weit können Sie abschätzen, wie lange es noch andauern wird oder wie lange die Bürger sich noch mit eben diesem Thema beschäftigen? Also das Thema hat auch bundesweit insofern eine große Bedeutung, auch für meine Kollegen aus anderen Bundesländern, weil man einfach sieht, hier geht es auch darum, die rechtsstaatliche Verfahren, wie man sich auf die verlassen kann. Es geht darum, wie große Verkehrsinfrastrukturprojekte zukünftig durchgesetzt werden können. Insofern schaut man mit Interesse und auch einiger Sorge nach Stuttgart. Deshalb gibt es auch eine große Solidarität innerhalb der Unions-, aber auch der FDP-Fraktion mit Stuttgart. Und eine große Erleichterung auch jetzt nach dem Schlichterspruch. Allen ist klar, dass es bei der Wahl nächsten März auch darum geht, denen, die das Projekt auch politisch begleiten, hier einen Machtwechsel herbeizuführen. Baden-Württemberg ist ein wichtiges Bundesland, das weiß man auch in Berlin. Und deshalb sieht man auch, dass hier politische Kräfte natürlich wirken, um das Land hier zu kippen sozusagen im März. Das wird, denke ich, nicht gelingen. Ich glaube, dass das Thema eine Rolle spielen wird bei der Landtagswahl, in Stuttgart natürlich, auch im Umland von Stuttgart. Je weiter sie allerdings jetzt ins Land gehen, wird es auch an Bedeutung verlieren. Und mittlerweile, denke ich, auch durch die Fach- und Sachschlichtung hat auch der Protest ein ganzes Stück an Legitimation verloren. Herr Kaufmann, wenn ich da einhaken darf, Sie sind sich mit mir wahrscheinlich einig, dass niemand das Land kippen will, sondern höchstens diese Landesregierung. Da lege ich viel Wert. Da gebe ich Ihnen insoweit recht. Ja, außerdem widerspreche ich Ihnen, der Protest hat überhaupt nicht an Legitimation verloren. Das sehen Sie natürlich anders. Ja. Überhaupt nicht. Es gibt keinen rechtlich bindenden Schlichterspruch. Es gibt eine Empfehlung. Die Befürworter von Stuttgart 21 haben diese Empfehlung angenommen. Wir haben gesagt, wenn Stuttgart 21 kommen sollte, sind die Empfehlungen von Heiner Geißler, diese umzusetzen, allerdings in der Tat notwendig. Und wir sind nach wie vor überzeugt, dass K21 das bessere und auch das realisierbare Konzept ist. Und das sagen wir ja nicht erst seit 2006, sondern im Aktionsbündnis sind wir ja verbunden und aktiv seit 1994. Und das ist auch eine der Wurzeln dieses Protestes, dass man ein so großes Projekt plant und es völlig an den Bürgern vorbei plant und immer vergisst, dass die Menschen in einer Stadt mitreden wollen über ein Projekt, das das Gesicht der Stadt tiefschürfend und nachhaltig verändern wird. Und das haben sie versäumt. Und bei allen Vorschlägen, die es bisher gibt, sehe ich noch nicht, dass über das vorgeschlagene Dialogforum hinaus, was eventuell genauso eine Quasselbude werden kann wie die Bürgerbeteiligung, die es bisher gab. Nicht, dass wir geredet hatten, aber umsetzen tun wir was anderes. Das fehlt noch, das sind Sie bisher alles noch schuldig geblieben, auch zu zeigen, wie dann der Bürger tatsächlich auch entscheidungsrelevant mit eingebunden werden soll, in dem, was mit der Stadt passiert. Also, Frau Dahlbender, ganz kurze Kritik an Ihrer Formulierung. Hier sind demokratische Prozesse abgelaufen. Und bitte benutzen Sie nicht im Verein mit diesen demokratischen Prozessen das Wort Quasselbude. Das hatten wir mal. Diese Begrifflichkeit und das möchte ich einfach in Verbindung mit demokratischen Prozessen die bisherigen Formen dieser Bürgerbeteiligung erinnerten Sie an eine Quasselbude. Ja. Ja. Das kann man so oder anders sehen. Das nehme ich mir heraus und ich erlaube mir das auch so stehen zu lassen. Ich möchte noch einmal auf den Schlichterspruch zugehen. Heiner Geißler, wie Sie schon richtig sagten, stellte sich zwar zu Stuttgart 21 bzw. Stuttgart 21 Plus, ein erweitertes Konzept, stellte aber Bedingungen, knüpfte Bedingungen an Stuttgart 21. Da ging es vor allem um die Erweiterung des geplanten Tiefbahnhofes um ein 9. und 10. Gleis. Es kam aber bei der Schlichtung heraus, Brandschutzmaßnahmen müssen deutlich verbessert werden. Eine Neuplanung der Fluchtwege ist notwendig und die Verkehrssicherheit, das Konzept der Verkehrssicherheit ist zu mangelhaft. Es gibt sehr viele Dinge, die noch verbessert werden müssen. Auch die Gäubahn darf nicht abgerissen werden und funktionierende Notfallkonzepte müssen erstellt werden. Stellte Heiner Geißler, bekannte sich auch zu K21, Kopfbahnhof 21, beziehungsweise er
sieht es als ein Konzept, das erweitert ist, das durchaus möglich ist, nur noch nicht in der Form festgestellt ist, um es in der Umsetzung dann zu realisieren. Was sagen Sie einem solcher Person, die Ihnen das Kopfwanderprojekt vorstellt? Die Käuferanreise sollte nie aufgegeben werden. Zum anderen, wenn Sie jetzt die ganzen Themen Sicherheit und so weiter ansprechen, solche Standards, auch zum Beispiel die der Tunnelsicherheit, haben sich im Laufe der letzten 10 Jahre natürlich massiv auch verändert. Insofern muss natürlich eine Planung auch immer angepasst werden. Also das sind jetzt nicht die spektakulären Dinge. Wenn Sie sagen, K21, ich habe es vorher angesprochen, es war ja lange Zeit unklar, Sie können die verschiedenen Prospekte sich anschauen zu K21, die haben sich immer in einer Metamorphose verändert. Wenn man dann eine Kritik angebracht hat, gesagt hat, also hier gehen dann zwei Brückenviadukte über die Neckarvororte, dann hieß es, na gut, dann machen wir es halt in Wendlingen, dann muss man auf einmal den Stellwerk dort abreißen. Also das Problem ist K21 und ist bis heute meines Erachtens kein Konzept, das eben in sich schon abgeschlossen ist. Und kommt immer die Kritik, wir haben ja auch keine Zeit, das entsprechend zu entwickeln. Das sehe ich ganz anders. Frau Dahlwender hat ja gerade gesagt, seit 94 denkt man darüber nach, man hat aber nie eine planfeststellungsreife Konzeption vorgelegt, die man auch hätte angreifen können und vor allem, die man auch hätte durchrechnen können. Wenn ihr gar keine Alternativen zugelassen habt, das war ja das Problem. Da machen Sie es aber zu einfach. Sie haben doch so viele Planer beschäftigt und Architekten, die das Ganze ja auch versucht haben weiterzutragen. Da hätte man doch auch mal eine vernünftige Planung machen können, wo Sie sagen, das ist unser Konzept K21. Schauen Sie mal, wir könnten uns darauf verständigen, dass wir in Zukunft was gelernt haben. Dass es nicht sinnvoll ist, die Bürger vor ein fertig von den Planern, in wo auch immer erarbeitetes, alleine glückselig machendes Konzept vorzustellen, sondern zu sagen, wir haben verschiedene Ideen und verschiedene Alternativen. Und der eine hat den Vorteil, das andere Projekt hat den Nachteil und so weiter. Und darüber mit den Menschen in den Diskurs zu treten. Wenn wir das aus diesem Fehler dieses Projektes gelernt hätten, dann wäre es was. Da jetzt zum Thema die Golbahn. Genau, Konsens, da bin ich ja bei Ihnen. Und die Bahn hat ja auch gesagt, sie hat auch gelernt aus diesem Projekt. Und deshalb sage ich, wir müssen uns für die Zukunft Gedanken machen, wie diese Dinge auch besser laufen können, auch bei großen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen. Wer hätte gedacht, dass sich die Bürger wirklich mit Tunnelwandstärken, mit Juchtenkäfern und so weiter beschäftigen wollen? Da haben alle dazugelernt. Aber es geht jetzt letztlich um die Zukunft, wie wir zukünftig Projekte gestalten. Aber dieses Projekt, das demokratisch legitimiert ist, in rechtsstaatlichen Verfahren und Plan festgestellt ist, das können wir jetzt in dieser Form nicht mehr kippen. Und das ist, glaube ich, sollte auch unter Demokraten der Konsens sein. Und dann können wir über die Zukunft reden, wie wir es da besser machen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Nur damit es nicht falsch stehen bleibt, die Gäubahn hat das Gelände, die Stadt gekauft. Richtig. Da ist nichts von, bleibt erhalten. Da bleibt, weil die Region sich immerhin so weit durchsetzen konnte, zu sagen, es darf nicht entwidmet werden. Das war alles. Ja, das war alles. Das war alles. Also, und wenn Sie mit mir nachher dafür streiten, dass man diese Gäubahn auch einbindet in das Netz, sodass es einen Sinn macht und nicht bloß pro forma nach Feuerbach fahren lässt, dann hätten wir, wenn wir so weit sind, schon mal was gewonnen. Nur zur Klarstellung. Und diese, was Sie richtig alles zusammengefasst haben, diese Ohrfeigen beim Thema Brandschutz, Sicherheit, das muss doch wehtun. Das muss doch wehtun, wenn man sich vom Schlichter sagen lassen muss nach so einem Prozess, da habe ich doch jetzt erhebliche Zweifel, ob das ausreicht, was ihr bisher vorgelegt habt. Das wäre mir fast peinlich. Wenn ich nochmal den Herrn Käfer zitieren darf, er hat zugegeben, dass das Projekt K21 das ökologischere Projekt ist. Er hat zugegeben und selbst gesagt, Stuttgart 21, der Tiefbahnhof, ist kein substanzieller Bestandteil der Magistrale. Er hat gesagt, K21 ist machbar. Und wenn ich jetzt auch schon wieder höre, wie die Bürgerbewegung und der Protest der Bürger und die hochqualifizierte Beschäftigung mit dem Thema reduziert wird auf die Aussage, wer hätte gedacht, dass sich die Bevölkerung oder die Bürger mit dem Juchtenkäfer beschäftigen, dann finde ich, ist das eine Diskreditierung der Bewegung. Sie haben noch die Dicke der Tunnelwände genannt. Es geht doch darum, dass sich die Bevölkerung damit intensiv auseinandergesetzt hat, wollen wir diese Art von Stadtentwicklung? Wollen wir wirklich einen tiefer gelegten Bahnhof? Und was natürlich ganz zentral im Mittelpunkt steht, und deshalb haben auch so viele mitgemacht,
ist das genügend und ist das tatsächlich sinnvoll für die Verkehre der Zukunft? Und das in einer vernünftigen Kosten-Nutzen-Relation und auch mit nicht allzu großen Umweltauswirkungen. Und genau damit haben sich die Menschen sehr qualifiziert beschäftigt. Und das ist Anlass für ihre Kritik. Aber Sie müssen doch zugeben, dass die Schlichtung auch gezeigt hat, dass eben das Projekt realisierbar ist, dass es in dem Kostenrahmen realisierbar ist und dass die Bahn als einziges dieses Projekt realisieren wird. Sie wird dieses Projekt realisieren und sie wird kein anderes Projekt realisieren. Ja, sobald, sie wird definitiv also kein wir mal, anderes Projekt realisieren. Lassen wir doch mal gut sein, weil Sie sagen immer, der Schlichterspruch wäre so. Der Nachweis, dass dieser Bahnhof, die 30%, wir reden über einen Zuwachs von 30%, ja, bei einem Projekt, und das wissen Sie auch, und das ist doch das, was die Leute auf die Straße getrieben hat. Wir bauen, Sie wollen einen Bahnhof bauen, der für ewig und immer nicht erweiterbar wäre. Das ist dieser, das wissen Sie, schauen Sie, das, seid doch wenigstens so ehrlich und gebt das zu. Wenn diese Betonwanne im Grundwasser der Stadt Stuttgart liegt, ist sie nicht erweiterbar. Nicht 9. und 10. Gleis, das wissen Sie, weil es gar keinen Platz hat. Entweder macht man das jetzt oder nicht mehr. Und ein Projekt zu verfolgen, das diese Einschränkung hat für die Zukunft. Aber Herr Wölfle, ich frage Sie jetzt mal was. Und zwar, der Kritikpunkt war doch immer der, dass die Leistungsfähigkeit des Bahnknotens eben nicht ausreichen würde, wegen zu wenig Gleisen Richtung Filtern hoch, zu wenig Zulauf Richtung Feuerbach zu. Das war doch immer der Kritikpunkt, dass hier der Bottleneck entsteht. Und wenn man jetzt diese Gleise baut, dann entdecken Sie wieder plötzlich den neuen Bottleneck mit der Größe der Wanne. Also irgendwo muss ich mich doch entscheiden. Wo ist denn jetzt wirklich der Bottleneck? Wenn Sie sagen, der Bottleneck liegt bei den Zulaufgleisen, dann muss man bei den Zulaufgleisen was machen. Aber wenn Sie keinen Bottleneck bei den Zulaufgleisen haben, dann sollte man das weglassen, wenn Sie sagen, der Bottleneck liegt beim Bahnhof selbst. Bottleneck ist wahrscheinlich Flaschenhals. Ja, dann macht man was beim Bahnhof selbst. Aber das ist doch Ihre Aussage gewesen, dass das Problem eben im Bereich Zulaufgleise ist. Und genau an dieser Stelle hat der Bahnplaner gesagt, was tun will. Sie haben doch mehrere Flaschenhälse bei Stuttgart 21, sowohl den tiefer gelegenen Bahnhof. Aber jetzt warten wir doch den Stresstest ab. Aber Frau Dahlbender, Herr Wölfle, es ist doch jetzt die Frage, gebe ich 3 oder 4 Milliarden aus, um etwas zu ertüchtigen, damit es das Bestehende konserviert, vielleicht noch etwas optimiert. Das ist ja keine Frage, dass der Stuttgarter Bahnhof als Kopfbahnhof hochkomplex ist und dass er auch funktioniert. Ja, das ist doch Ihr Einsatz. Sie sagen doch, der Kopfbahnhof zuschauen sollen. Ja. Sie waren natürlich dabei gewesen, ich hatte nicht immer Zeit zuzuschauen, aber der Kopfbahnhof heißt ja letztlich, dass jedenfalls das, was die Stadtentwicklung ausmacht, dass sie dazu überhaupt keinen Beitrag leisten, bis auf 17 oder 20 Hektar, die sie verplanen können. Ja? Aber das, was wir als große Chance für die Stadt sehen, im Übrigen auch als ökologische Chance, ist ja, dass wir hier mitten in der Stadt ein neues Stadtquartier schaffen, das eben eine Gleiswüste, die ja übrigens schon historisch immer wieder niemand wollte. Also kein Einspruch, Stadtentwicklung notwendige Chancen greifen wir immer auf, nur wollen wir als Bahnfans, als Bahnfahrer keine Engstelle produzieren, die für alle Ewigkeit diese Engstelle darstellt. Deswegen haben wir uns für ein anderes Konzept entschieden, das eine Stadtentwicklung auch ermöglicht. Und noch mehr Gleise im Vorfeld bietet, damit der Kopfbahnhof leistungsfähiger wird. Ja, Herr Wölfle, aber das ist doch die Konzept. Nein, das ist okay, das hat keinen Wert mehr. Für alle Ewigkeit, Herr Wölfle, Sie wissen es genauso wie ich, ja, es gibt im Planerischen, im Städtebautechnischen nichts, was für alle Ewigkeit ist. Sie können auch in 200 Jahren völlig neue Technologien haben und völlig neue Entwicklungen in diesem Bereich machen. Das wissen wir ja gar vielleicht nicht. Auch mal gar vielleicht brauchen wir auch gar keine... Das kann ich natürlich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ja, ob wir jemals Mobilität haben, wo man keinen Bahnhof mehr braucht, das kann es nicht. Also viele Fragen sind immer noch nicht geklärt, wie man sieht. Und die Meinungen gehen natürlich noch stark auseinander. Was glauben Sie jetzt mal, eine Frage in die Runde, wie, um die politische Lage in Deutschland auch zu verbessern, wie
welchen Weg kann man finden, auch wieder die Bürger, nah an die Bürger zu kommen und dass die Bürger wieder ein Vertrauen in die Politik allgemein bekommen? Sie müssen vor allen Dingen mehr Bürgerbeteiligung so verankern, dass es auch entscheidungsrelevant ist. Das heißt, Sie müssen im Vorfeld vom Planfeststellungsverfahren Anhörungsverfahren mit den Bürgern machen, die auch dann tatsächlich die Planung noch beeinflussen können und Auswirkungen haben. Sie müssen die Gemeindeordnung ändern, Sie müssen die Quoren, also wie viele Stimmen braucht man, um Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksentscheide erlangen zu können, um da zum Bürgerabstimmung zu kommen. Das muss auf jeden Fall herabgesetzt werden, verbessert werden, verbindlicher gemacht werden. Da ist jetzt vor allen Dingen das Land Baden-Württemberg, das ja so hohe Raten hat und so rigide Bedingungen hat, dass Volksabstimmungen kaum möglich sind, müssen die erheblich nachbessern. Und das werden die Bürger auch genau verfolgen und einfordern. Die angebotenen Dialogforen, ja, wo man einfach mal nett miteinander redet, die sind es nicht, sondern das muss gesetzlich von der Gemeindeordnung bis zu Landtagsgesetzen verankert werden. Also zunächst mal ist vieles richtig von dem, was Frau Dahlwender gesagt hat. Ich möchte aber grundsätzlich festhalten, dass wir mit unserer repräsentativen Demokratie in Deutschland sehr gut gefahren sind. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir nicht unsere Demokratie weiterentwickeln müssen. Das Land Baden-Württemberg hat eine Enquete-Kommission zu diesem Thema jetzt vorgeschlagen, neue Beteiligungsformen in einer modernen Demokratie. Titel habe ich jetzt nicht ganz genau im Kopf. Wir müssen im Bund überlegen, Planfeststellungsverfahren zu ändern. Da gibt es vielleicht die Möglichkeit, einen Mediator, der bei der Umweltverträglichkeitsprüfung jetzt schon eingeschaltet ist, vielleicht mit ins Boot zu nehmen. Wir müssen uns in der Tat überlegen, wenn wir Bürgerbeteiligung machen, dass auch jetzt nicht nur gequasselt wird, sondern dass tatsächlich auch eine Möglichkeit der Mitentscheidung damit verbunden ist. Allerdings immer vor dem Hintergrund und auch wissend, dass sich eben auch nur da ein Teil der Bürger beteiligen wird. Wenn Sie das Ganze zum Beispiel über Social Media machen, da sind Sie ja nun auch noch mehr drin als wir, da haben Sie eben auch nicht immer alle, da haben Sie auch nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die Sie erreichen. Also von daher, man muss sich das genau überlegen. Ich für meinen Teil bin da offen, will mich da auch gerne aktiv beteiligen in dieser Diskussion. Das habe ich auch immer gesagt. Wir haben alle aus dem Projekt gelernt, wir müssen aus dem Projekt lernen, wie wir demokratische Prozesse verändern. Aber es muss eben auch der Blick in die Zukunft gehen. Also bei direkten Elementen, also mehr Elementen direkter Demokratie, stehen wir als FDP auch ganz klar für mehr Beteiligung der Bevölkerung. Aber man muss es an der richtigen Stelle anbringen. Das heißt, wir haben jetzt schon Möglichkeiten, wo die Bevölkerung gefragt wird, wo sie sich einbringen kann. Aber diese Zeitfenster werden meistens nicht bewusst wahrgenommen. Das heißt, die Zeitfenster, die sich in den Verfahren ergeben, wo sich die Bevölkerung einbringen könnte, werden ganz oft verpasst. Die Bevölkerung wird dann auf das Projekt erst aufmerksam, wenn kurz vor Ende aller Verfahren eine größere Medienberichterstattung stattfindet, und dann ist es aber ganz oft zu spät. Deswegen sage ich, wenn wir die direkte demokratischen Form erleichtern, wo ich kein Problem damit habe, dann müssen wir aber auch ganz wichtig die Stellen betonen, wo wir sagen können, an dieser Stelle, da muss sich jetzt die Bevölkerung beteiligen, weil wenn sie dann dieses Zeitfenster verpasst, dann ist das Projekt dann wieder gelaufen. Das heißt, man muss die Leute darauf aufmerksam machen, wann sie loslegen müssen und nicht das Zeitfenster verstreichen lassen und den Menschen dann hinterher sagen, so, leider zu spät. Das darf nicht wieder vorkommen. Herr Möfel, können Sie sich doch wahrscheinlich wie ich an eine Sitzung erinnern, als wir Planfeststellungsunterlagen, und zwar über ein Projekt, über einen Teil dieses Projektes Stuttgart 21, man uns gezeigt hat, und da waren Sie genauso ratlos wie ich, weil das, was man an der Wand gesehen hat als Folien, konnte von uns, die wir keine Fachplaner sind, kein Mensch verstehen. Aber das erwarten wir von den Bürgern. Also müssen wir aus diesem ganzen technokratischen Prozess rauskommen. Und ich habe es vorher schon mal angedeutet, wir müssen doch die Menschen mit Alternativen sozusagen auch vertraut machen. Wir in der Regel machen Fachplaner über Jahre, manchmal Jahrzehnte, fertige Pläne und dann sagen, so, jetzt haben wir es. Und jetzt sagt mal bitte, was haltet ihr davon? Das ist dann Planfeststellungsverfahren.
Und da sind die schon automatisch, mal rein psychologisch betrachtet, schon mal sauer, wenn da jemand kommt und sagt, aber ich finde Ihren Plan schlecht. Weil der hat, und die haben schon viele Varianten, die sie intern geprüft und verworfen. Aber wir, die das dann zum ersten Mal sehen, müssen ja das nachvollziehen können. Und genau diese Prozesse muss man vorher abschichten. Genau, auf der anderen Seite, Herr Wölfle, das müssen wir auch sagen, Sie sind ja, wie ich auch, Parlamentarier, nur auch im Landtag. Und im Bundestag ist es ja nochmal komplexer, sage ich mal. Wenn ich die Komplexität der Fragestellungen sehe, mit denen wir uns beschäftigen, jeder von uns hat 3, 4 Berichterstatterthemen, um die er sich kümmert. Und Sie haben Mühe, allein in dem Bereich all das nachzuvollziehen, was an Gesetzgebungsaktivitäten, an Verbänden und so weiter alles kommt und das doch entsprechend zu kommunizieren. Also wir müssten schon auch ehrlich sein und sagen, wir leben in einer arbeitsteiligen, auch in arbeitsteiligen Parlamenten. Es geht letztlich auch gar nicht anders, dass wir uns auf die Expertise von Kollegen verlassen. Und ja, das macht in der Regel verlassen das heißt wir uns nicht, immer mehr auf Lobbyisten, das ist das Problem. Gut, das würde ich jetzt vielleicht für mich nicht so sagen, aber ja. Ich will nur sagen, das muss man schon auch ehrlich den Menschen sagen. Das heißt jetzt nicht, dass man es nicht anders machen kann, aber wir müssen schon auch die Probleme vor Augen halten. Ne? Also Herr Kaufmann, ich glaube, wenn eins die Schlichtungsgespräche gezeigt haben, ist, dass sich die Bevölkerung und die Menschen, die sie vertreten, wohl in der Lage sind, auch sich mit schwieriger und komplexer Thematik sehr inhaltsreich und qualifiziert auseinanderzusetzen. Ich kann Ihnen aus meiner 15-jährigen Erfahrung als Landesvorsitzende des BUND hier in Baden-Württemberg und ich habe an vielen Planfeststellungsverfahren mitgemacht, kann ich Ihnen sagen, auch aus der Städteplanung her, in der Regel die gewählten Vertreter unterschätzen die Qualität der Bürger und dessen, wie sie sich einbringen können, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, schauen Sie sich doch die normalen Verfahren an, sowohl die Bebauungspläne, die Bauleitplanungsverfahren, als auch die Planfeststellungsverfahren. Es wird eine Planung vorgelegt, dann werden die Bürger oder auch die Verbände, die sich einbringen dürfen, vom Gesetzgeber vorgehört, werden angehört und dann gibt es einen einzigen schönen Satz, der darunter steht. Sie haben viele gute Anregungen gebracht, in Abwägung aller Belange haben wir uns dafür entschieden, sie nicht zu berücksichtigen. Diese Art von Beteiligung ist genau das, was die Menschen immer mehr aufbringt. Das wird sich im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, weil es einen rechtlich formalen Ablauf auch hat, überhaupt nicht generell beheben lassen. Sondern wir brauchen ganz neue Formen der Bürgerbeteiligung und auch solche, die dann entscheidungsrelevant sind und Einfluss haben, wo man dann nicht einfach hingehen kann und sagen kann, nett, dass ihr euch beteiligt habt, euch auch qualifiziert beteiligt habt, aber aus anderen Gründen entscheiden wir es anders. Ich habe nicht den Bürgern die Fähigkeit abgesprochen, sich intensiv einzuarbeiten. Das war ja auch ein Ergebnis der Schlichtung, dass man gesagt hat, auch der Protest hat ja auch viele Dinge jetzt zutage gefördert. Das war auch zugestanden. Mir ging es nur darum, dass sie eben nicht in der Intensität, wie sie jetzt über Stuttgart 21, dann auch über Eurobonds, Finanzmarktanalysen, Sozialstaat, Hartz-IV-Reform und so weiter, parallel sich einbringen können als Bürger. Um das ging es mir, dass sie einfach auch die verschiedenen parallelen Komplexitäten im Blick haben müssen, dass ich einzelne Bürger, sofern sie sich in diese Themen einarbeiten, auch sehr fundiert einbringen können. Das habe ich nie bestritten. Zum Abschluss noch meine Frage an Sie alle jetzt. Was lernen Sie daraus, aus dem ganzen Prozess Stuttgart 21, auch den jeweiligen Meinungsverschiedenheiten? Also ich habe für mich daraus gelernt und habe es auch in meiner letzten Bundestagsrede gesagt, wir müssen auch als Parteien uns wirklich Gedanken darüber machen, wie wir Politik transparenter machen, wie wir Entscheidungsprozesse transparenter machen, wie wir auch politische Entscheidungen besser kommunizieren, so dass die Bürger in der Tat, das wurde ja schon angesprochen, auch diese Prozesse nachvollziehen können und dann uns über neue Verfahren Gedanken machen. Das ist für mich jetzt eine der Konsequenzen auch aus diesem Schlichterspruch. Im Übrigen bin ich froh, dass wir jetzt Stuttgart 21 doch realisieren mit den Verbesserungen, die hier diskutiert wurden. Herr Konz. Ja, das gilt auch für mich. Die Transparenz bei solchen großen Projekten ist absolut notwendig und da muss in Zukunft viel intensiver dann dran gearbeitet werden. Es gilt, dass man eben ein Projekt, das man einmal beschlossen hat, dann nicht sagt, so jetzt läuft es dann ab und bis in 10 Jahren ist es dann realisiert, sondern das Projekt muss ständig begleitet werden, die Bürger müssen informiert werden, es muss einfach mehr Transparenz hergestellt werden. Und das andere, was ich gelernt habe, ist, dass auch wenn man versucht, Menschen einzubinden, dass man dann trotzdem damit rechnen muss, dass dann Proteste
die sich einmal eingespielt haben, dass diese nicht dann plötzlich abebben, bloß weil man irgendwie ein bestimmtes Verfahren durchgezogen hat, sondern man muss damit rechnen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bin dagegen, ich bin auch dann dagegen, wenn ich nicht mehr in der Mehrheit mich fühle, ich bin auch dann dagegen, wenn es gute Argumente für ein Projekt gibt. Und dann ist es einfach so, dass wir auch den Menschen signalisieren müssen, dass einmal beschlossene und im Konsens erwirkte Beschlüsse, die man dann in diesem neuen transparenten Verfahren auch kommuniziert hat, dass irgendwann einmal Schluss ist und dass es dann einfach getan wird. Und das muss bei jedem Großprojekt so sein, egal wie die Verfahren vorher sind, irgendwann muss die Diskussion ein Ende finden und dann muss entweder eben nicht gebaut werden oder es muss gebaut werden. Und auch das muss man den Menschen dann kommunizieren, dass man Dinge nicht endlos vor sich her schieben kann. Und das ist ein sehr schwieriges Thema und das muss die Politik auch in Zukunft bewältigen. Ich habe daraus gelernt, dass es nie zu spät ist im Unterschied, auch dass der Protest für sich entscheidet, wann er protestiert. Also die Menschen in der Regel, wenn was konkret wird, dieses Projekt war ja schon mal mindestens scheintot. Also es ist nie zu spät und eigentlich müssten sich die Projektbefürworter bei den ganzen Bürgern bedanken, dass sie auf die Straße gegangen sind, weil sonst hättet ihr ja was gebaut, was Herr Geißler euch in Stammbuch geschrieben hat, sicherheitsrelevant. Fehler hat, Mängel hat, von der Kapazität ganz zu schweigen. Das ist schon mal diesen Respekt gegenüber den Demonstranten vermisse ich. Und ob Stuttgart 21 gebaut wird, wird an diesem Stresstest hängen. Ja, diesen Ausführungen schließe ich mich an, möchte aber noch mal auf ein wichtiges, für mich wichtiges Ergebnis eingehen, ist, dass wirklich daran gearbeitet wird und dass es ganz deutlich geworden ist, wir in unserer Gesellschaft, die im Übrigen geprägt ist von einem starken bürgerschaftlichen Engagement, und das ist durchaus auch ein konstruktiv-kritisches, dass wir dafür neue Formen der Beteiligung brauchen, auch solche, die entscheidungsrelevant sind. Ich finde es sehr bedauerlich, wenn ich aus Ihren Äußerungen schon wieder raushöre, dass Sie im Grunde genommen auch die Entscheidung der Bürger eigentlich nicht verstehen oder auch nicht respektieren, indem Sie das schon wieder in die Ecke hinbringen, dass die Bürger uneinsichtig sind und keine Entscheidungen akzeptieren wollen. In diesem Stadium ging es darum, um eine Faktenschlichtung und zu zeigen, was das bessere Projekt ist. Das Ergebnis der Faktenschlichtung, das bitte ich mal zu respektieren, waren die erheblichen Defizite bei Stuttgart 21, der Stresstest ist Ausdruck dafür und alles, was Rainer Geißler niedergeschrieben hat, und die Machbarkeit von K21. Und dass dann die Bürger sagen, wir wollen weiter K21 umsetzen in diesem Stadium der Auseinandersetzung und des Protestes, finde ich, ist natürlich ist selbstverständlich, das Ringen um das bessere Projekt ist noch nicht zu Ende. Was ganz anderes ist, wenn man in Zukunft mit wirklich auch gesetzlich verankert und mit klaren Regeln und mit Ergebnisoffenheit im Vorfeld miteinander diskutiert, wie Großprojekte aussehen sollen und dann Vereinbarungen trifft, dann stimmen Ihre Äußerungen zu. Auf Stuttgart 21 können Sie keine Anwendung finden. Gut, wir halten fest, viele Fragen sind noch offen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie trotz Sonntag zu uns gekommen sind und sich den Fragen gestellt haben. Wir sind natürlich gespannt auf die Wahl im März und wünschen Ihnen allen alles Gute. Dankeschön fürs Kommen. Gleichfalls. Ciao. Okay. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Hoffentlich sind Sie nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.